Kapitel 18. Ein Glaubensmann der letzten Zeit. Ein biederer und schlichter Landmann, der verleitet worden war, die Autorität der Heiligen Schrift zu bezweifeln, aber dennoch aufrichtig danach verlangte, die Wahrheit zu erkennen, wurde von Gott in besonderer Weise auserwählt, bei der Verkündigung des zweiten Kommens Christi eine führende Stellung einzunehmen. Gleich vielen anderen Reformatoren hatte William Miller in seiner Jugend mit Armut gekämpft und auf diese Weise Strebsamkeit und Selbstverleugnung gelernt. Die Glieder seiner Familie zeichneten sich durch einen unabhängigen, freiheitsliebenden Geist, durch Ausdauer und glühende Vaterlandsliebe aus. Eigenschaften, die auch in seinem Charakter bestimmend waren. Sein Vater war Hauptmann bei der amerikanischen Revolutionsarmee, und die Opfer, die er in den Kämpfen und Leiden jener stürmischen Zeit brachte, haben die drückenden Verhältnisse in den ersten Lebensjahren Millers verursacht. Er hatte einen gesunden, kräftigen Körperbau und zeigte schon in der Kindheit eine ungewöhnliche Verstandeskraft. Als er älter wurde, trat dies noch mehr hervor. Sein Geist war rege und gut entwickelt und ihn dürstete nach größerem Wissen. Obwohl er sich nicht der Vorteile einer akademischen Bildung erfreute, machten ihn doch seine Liebe zum Studium und die Gewohnheit sorgfältigen Denkens und scharfer Unterscheidung zu einem Mann von gesundem Urteil und umfassender Bildung. Er besaß einen untadeligen sittlichen Charakter und einen beneidenswerten Ruf und war allgemein wegen seiner Rechtschaffenheit, Sparsamkeit und Wohltätigkeit geachtet. Durch seine Tatkraft und seinen Fleiß erwarb er sich schon früh sein Auskommen, obgleich er an seiner Gewohnheit zu studieren noch immer festhielt. Er bekleidete mit Erfolg verschiedene zivile und militärische Ämter und der Weg zu Reichtum und Ehre schien ihm offen zu stehen. Seine Mutter war eine Frau von echter Frömmigkeit und er selbst war in seiner Kindheit für religiöse Eindrücke empfänglich. Im frühen Mannesalter jedoch geriet er in die Gesellschaft von Deisten, die einen umso größeren Einfluss auf ihn ausübten, weil die meisten von ihnen gute Bürger und menschenfreundliche und wohltätige Leute waren, deren Charakter, da sie inmitten christlicher Einrichtungen wohnten, teilweise das Gepräge ihrer Umgebung angenommen hatte. Die Vorzüge, die ihnen Achtung und Vertrauen gewannen, hatten sie der Bibel zu verdanken, und doch waren diese guten Gaben so verkehrt worden, dass sie einen dem Worte Gottes zuwiderlaufenden Einfluss ausübten. Der Umgang mit ihnen veranlasste Miller, ihre Ansichten anzunehmen. Die allgemein übliche Auslegung der Schrift schien ihm unüberwindliche Schwierigkeiten zu bereiten, doch bot sein neuer Glaube, der die Bibel beiseite setzte, nichts Besseres, das ihre Stelle hätte einnehmen können, und er fühlte sich keineswegs befriedigt. Immerhin hielt er ungefähr 12 Jahre an diesen Ansichten fest. Im Alter von 34 Jahren jedoch bewirkte der Heilige Geist in ihm die Überzeugung, dass er ein Sünder sei. Er fand in seinem früheren Glauben keine Gewissheit einer Glückseligkeit jenseits des Grabes. Die Zukunft war düster und unheimlich. Von seinen Gefühlen zu jener Zeit sagte er später: Vernichtet zu werden, das war ein kalter, schauriger Gedanke, und Rechenschaft ablegen zu müssen, wäre der sichere Untergang aller gewesen. Der Himmel über meinem Haupte war gleich Erz und die Erde unter meinen Füßen wie Eisen. Die Ewigkeit, was war sie? Und der Tod, warum war er? Je mehr ich die Sache zu ergründen suchte, desto zerfahrener wurden meine Schlüsse. Ich versuchte es, dem Denken Einhalt zu gebieten, aber meine Gedanken ließen sich nicht beherrschen. Ich fühlte mich wahrhaft elend, wusste aber nicht warum. Ich murrte und klagte, ohne zu wissen über wen. Ich war überzeugt, dass irgendwo ein Fehler lag, wusste aber nicht, wo oder wie das Richtige zu finden sei. Ich trauerte jedoch ohne Hoffnung. In diesem Zustand verharrte er mehrere Monate. Plötzlich, sagte er, wurde meinem Gemüt lebhaft der Charakter eines Heilandes eingeprägt,
erschien mir, dass es ein Wesen gebe, so gut und barmherzig, um sich selbst für unsere Übertretungen als Sühne anzubieten und dadurch uns vor der Strafe für die Sünde zu retten. Sofort fühlte ich, wie liebreich ein solches Wesen sein müsse und stellte mir vor, dass ich mich in die Arme eines solchen werfen und seiner Gnade vertrauen könnte. Aber die Frage erhob sich, wie kann es bewiesen werden, dass es ein solches Wesen gibt? Ich fand, dass ich außerhalb der Bibel keinen Beweis für das Bestehen eines solchen Heilandes oder gar eines zukünftigen Daseins entdecken konnte. Ich sah, dass die Bibel gerade einen solchen Heiland darstellte, wie ich ihn nötig hatte, und ich wunderte mich, wie ein nicht inspiriertes Buch Grundsätze entwickeln konnte, die den Bedürfnissen einer gefallenen Welt so vollkommen angepasst waren. Ich sah mich gezwungen zuzugeben, dass die Heilige Schrift eine Offenbarung von Gott sein müsse. Sie wurde mein Entzücken, und in Jesu fand ich einen Freund. Der Heiland wurde für mich der Auserkorene unter vielen Tausenden, und die Heilige Schrift, die zuvor dunkel und voller Widersprüche war, wurde meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Mein Gemüt wurde ruhig und zufrieden, ich erkannte Gott den Herrn als einen Fels inmitten des Ozeans des Lebens. Die Bibel wurde nun mein Hauptstudium, und ich kann wahrlich sagen, ich durchforschte sie mit großer Freude. Ich fand, dass mir nie die Hälfte gesagt worden war. Es wunderte mich, dass ich ihre Schöne und Herrlichkeit nicht eher gesehen hatte, und erstaunte darüber, dass ich sie je verwerfen konnte. Mir wurde alles offenbart, was mein Herz sich wünschen konnte. Ich fand ein Heilmittel für jeden Schaden meiner Seele. Ich verlor den Gefallen an anderen Lesestoff und ließ es mir angelegen sein, Weisheit von Gott zu erlangen. Miller bekannte nun öffentlich seinen Glauben an die Religion, welche er vorher verachtet hatte. Aber seine ungläubigen Gefährten waren nicht müßig, jene Beweisführungen vorzubringen, die er selbst oft gegen die göttliche Autorität der Heiligen Schrift angewandt hatte. Er war damals nicht vorbereitet, so sie beantworten, folgerte aber, dass die Bibel, wenn sie eine Offenbarung Gottes sei, mit sich selbst übereinstimmen müsse. Er entschloss sich, die Heilige Schrift selbst zu studieren und sich zu vergewissern, ob nicht die anscheinenden Widersprüche in Einklang gebracht werden könnten. Indem er sich bemühte, alle vorgefassten Ansichten beiseite zu legen, verglich er ohne irgendwelche Kommentare Bibelstelle mit Bibelstelle, wobei er sich der angegebenen Parallelstellen und der Konkordanz bediente. Er verfolgte sein Studium in einer regelmäßigen und planvollen Weise. Er fing mit dem ersten Buch Mose an, las Vers für Vers und ging nicht schneller voran, als sich ihm die Bedeutung der verschiedenen Stellen so erschloss, dass ihm nichts unklar an ihnen blieb. War ihm eine Stelle dunkel, so verglich er sie mit allen anderen Texten, die irgendwelche Beziehung zu dem betrachteten Gegenstand zu haben schienen. Jedes Wort prüfte er bezüglich seiner Stellung zum Inhalt der Bibelstelle, und wenn seine Ansicht dann mit jedem gleichlaufenden Text übereinstimmte, so war die Schwierigkeit überwunden. Auf diese Weise fand er immer in irgendeinem anderen Teil der Heiligen Schrift eine Erklärung für eine schwer verständliche Stelle. Da er unter ernstem Gebet um göttliche Erleuchtung forschte, wurde das, was ihm vorher dunkel erschienen war, seinem Verständnis klar. Er erfuhr die Wahrheit der Worte des Psalmisten: Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen. Psalm 119, Vers 130. Mit ungemeiner Wissbegier studierte er das Buch Daniel und die Offenbarung, wobei er dieselben Grundsätze zum Verständnis anwandte wie bei den anderen Teilen der Heiligen Schrift und fand zu seiner großen Freude, dass die prophetischen Sinnbilder verstanden werden konnten. Er sah, dass die schon erfüllten Weissagungen sich buchstäblich erfüllt hatten und dass all die verschiedenen Bilder, Gleichnisse, Ausdrücke usw.
entweder in ihrem unmittelbaren Zusammenhang erklärt waren oder dass die Worte, in denen sie ausgedrückt waren, an anderen Stellen näher bestimmt wurden. Und wenn auf diese Weise erklärt, buchstäblich verstanden werden sollten. Er sagte, so wurde ich überzeugt, dass die Bibel eine Kette offenbarter Wahrheiten ist, so deutlich und einfach gegeben, dass selbst der einfache Mann nicht zu irren braucht. Das Verständnis einer Kette der Wahrheit nach der anderen belohnte seine Anstrengungen, als er Schritt für Schritt die großen Umrisse der Weissagungen verfolgte. Engel des Himmels lenkten seine Gedanken und eröffneten das Wort Gottes seinem Verständnis. Indem er die noch zu erfüllenden Weissagungen nach der Art und Weise beurteilte, wie die Prophezeiungen in der Vergangenheit sich erfüllt hatten, wurde er überzeugt, dass die volkstümliche Ansicht von der geistigen Regierung Christi, einem irdischen tausendjährigen Reich vor dem Ende der Welt, nicht von dem Worte Gottes unterstützt wurde. Diese Lehre, welche auf ein Jahrtausend der Gerechtigkeit und des Friedens vor der persönlichen Wiederkunft des Herrn hinwies, schob die Schrecken des Tages des Herrn weit hinaus in die Zukunft. Wenngleich auch dies vielen sehr angenehm sein dürfte, so war es doch den Lehren Christi und seiner Apostel direkt zuwider, welche erklärten, dass der Weizen und das Unkraut zusammenwachsen müssen bis zur Zeit der Ernte, dem Ende der Welt, dass es mit den bösen Menschen aber und Verführerischen je länger je ärger wird, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden und dass das Reich der Finsternis fortbestehen müsse bis zur Ankunft des Herrn, wenn es verzehrt werden soll mit dem Geist seines Mundes und seiner ein Ende gemacht wäre durch die Erscheinung seiner Zukunft. Matthäus 13, 30, 38 bis 41, 2. Timotheus 3, Vers 1, 13, 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Die Lehre von der Bekehrung der Welt und der geistlichen Herrschaft Christi wurde von der apostolischen Kirche nicht geglaubt. Sie fand keine allgemeine Annahme unter den Christen bis ungefähr zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Wie jeglicher andere Irrtum hatte auch dieser seine schlimmen Folgen. Er lehrte die Menschen, das zweite Kommen des Herrn erst in der fernen Zukunft zu erwarten und hielt sie davon ab, die Zeichen seiner nahenden Wiederkunft zu beachten. Er erzeugte ein Gefühl der Sorglosigkeit und Sicherheit, dem ein guter Grund mangelte, aber viele dazu veranlasste, die notwendige Vorbereitung zu versäumen, ihrem Herrn begegnen zu können. Miller fand, dass das buchstäbliche, persönliche Kommen Christi in der Heiligen Schrift deutlich gelehrt wird. Paulus sagt, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Und der Heiland erklärt, und sie werden sehen, kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Matthäus 24, Vers 30 und 27. Er wird von all den Scharen des Himmels begleitet werden. Des Menschensohn wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten. Matthäus 25, Vers 31 und 32 und 24, Vers 31. Bei seinem Kommen werden die gerechten Toten auferweckt und die gerechten Lebenden verwandelt werden. Paulus sagt, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. 1. Korinther 15, 51 bis 53. Und in seinem Brief an die Thessalonicher sagt er,
nachdem er das Kommen des Herrn beschrieben hat. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Erst zur Zeit der persönlichen Ankunft Christi kann sein Volk das Reich ererben. Der Heiland sagte: Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Matthäus 25, Vers 31 und 34. Wir haben aus den eben angeführten Bibelstellen gesehen, dass wenn des Menschensohn kommt, die Toten unverweslich auferweckt und die Lebenden verwandelt werden. Durch die große Verwandlung werden sie zubereitet, das Reich zu ererben. Denn Paulus sagt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. 1. Korinther 15, Vers 50. Der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustand ist sterblich, verweslich. Das Reich Gottes hingegen wird unverweslich, ewig sein. Deshalb kann der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustand das Reich nicht ererben. Kommt aber Jesus, so wird er seinem Volk die Unsterblichkeit verleihen. Und dann ruft er sie, das Reich einzunehmen, von dem sie bisher nur Erben gewesen sind. Diese und andere Bibelstellen waren für Miller deutliche Beweise, dass die Ereignisse, von denen man allgemein annahm, dass sie vor dem Kommen Christi stattfinden sollten, wie die allgemeine Friedensherrschaft und die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden, der Wiederkunft Christi nachfolgen müssten. Ferner fand er, dass alle Zeichen der Zeit und der Zustand der Welt der prophetischen Beschreibung der letzten Tage entsprachen. Er kam allein durch das Studium der Heiligen Schrift zu dem Schluss, dass die Zeit, die für das Fortbestehen der Erde in ihrem gegenwärtigen Zustand bestimmt war, dem Ende nahe sei. Ein anderer Beweis, der mich wesentlich beeinflusste, sagte er, war die Zeitrechnung der Heiligen Schrift. Ich fand, dass vorhergesagte Ereignisse, die sich in der Vergangenheit erfüllt hatten, sich oft innerhalb einer bestimmten Zeit zutrugen. Die 120 Jahre bis zur Sintflut, 1. Mose 6, Vers 3, die 7 Tage, die ihr vorhergehen sollten mit 40 Tagen vorhergesagten Regens, 1. Mose 7, 4, die 400 Jahre des Aufenthalts der Nachkommens Abrahams im fremden Lande, 1. Mose 15, Vers 13, die 3 Tage in den Träumen des Mundschenken und des Bäckers, 1. Mose 40, 12 bis 20, Pharaos 7 Jahre, 1. Mose 41, 28 bis 54, die 40 Jahre in der Wüste, 4. Mose 14, 34, die 3,5 Jahre der Hungersnot, 1. König 17, Vers 1, siehe Lukas 4, 25, die 70 Jahre der Gefangenschaft, Jeremia 25, Vers 11, Nebukadnezars 7 Zeiten, Daniel 4, 13 bis 16, und die 7 Wochen, die 62 Wochen und eine Woche, was zusammen 70 Wochen ausmacht, die für die Juden bestimmt waren, Daniel 9, 24 bis 27. Die durch diese Zeiten begrenzten Ereignisse waren alle einst nur Sache der Weissagung und wurden in Übereinstimmung mit den Prophezeiungen erfüllt. Als er deshalb in seinem Bibelstudium verschiedene Zeitabschnitte fand, die sich, wie er sie verstand, bis auf das zweite Kommen Christi erstreckten, konnte er sie nur als zuvor bestimmte Zeiten ansehen, die Gott seinen Knechten enthüllt hatte. Mose sagte: Das Geheimnis, das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes, was aber offenbart ist,
das ist unser und unserer Kinder ewiglich. Und der Herr erklärte durch den Propheten Amos, er tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. 5. Mose 29, 28, Amos 3, Vers 7. Die Forscher des Wortes Gottes dürfen deshalb zuversichtlich erwarten, die gewaltigsten Ereignisse, die in der menschlichen Geschichte stattfinden sollen, in den Schriften der Wahrheit deutlich angegeben zu finden. Miller sagte, da ich völlig überzeugt war, dass alle Schrift von Gott eingegeben nützlich ist, dass sie nie aus menschlichem Willen hervorgebracht wurde, sondern dass die heiligen Menschen Gottes geredet haben, getrieben von dem Heiligen Geist, und uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. 2. Timotheus 3,16, 2. Petrus 1,21, Römer 15, Vers 4. Konnte ich die chronologischen Teile der Bibel nicht anders als ebenso sehr unserer ernsten Beachtung wert betrachten wie irgendeinen anderen Teil der Heiligen Schrift. Ich dachte deshalb, dass ich in meinen Bemühungen, das zu verstehen, was Gott in seiner Barmherzigkeit für gut gefunden hatte, uns zu offenbaren, kein Recht habe, die prophetischen Zeitangaben zu übergehen. Die Weissagung, welche die Zeit der zweiten Ankunft Christi am deutlichsten vor Augen zu führen schien, war die in Daniel 8, Vers 14. Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Seiner Regel getreu folgend, das Wort Gottes zu seinem eigenen Ausleger zu machen, lernte Miller, dass ein Tag in sinnbildlicher Weissagung ein Jahr bedeutet. 4. Mose 14, 34, Hesekiel 4, Vers 6. Er sah, dass der Zeitraum von 2300 prophetischen Tagen oder buchstäblichen Jahren sich weit über des alten Bundes hinaus erstreckte und sich somit nicht auf das damalige Heiligtum beziehen konnte. Miller teilte die verbreitete Ansicht, dass im christlichen Zeitalter die Erde das Heiligtum sei und verstand deshalb, dass das Weihen oder die Reinigung des Heiligtums, von der in Daniel 8,14 gesprochen wird, die Reinigung der Erde durch Feuer beim zweiten Kommen Christi darstelle. Wenn also der richtige Ausgangspunkt für die 2300 Tage gefunden werden könnte, dann wäre man auch leicht imstande, meinte er, die Zeit der Wiederkunft Christi festzustellen. Auf diese Weise würde die Zeit jener großen Vollendung offenbar werden, die Zeit, da der gegenwärtige Zustand mit all seinem Stolz und seiner Macht, seinem Gepränge und seiner Eitelkeit, seiner Gottlosigkeit und Unterdrückung ein Ende hat, da der Fluch von der Erde hinweggenommen, der Tod vernichtet, die Knechte Gottes, die Propheten, die Heiligen und alle, die seinen Namen fürchten, belohnt und jene, die die Erde verderben, vernichtet werden sollen. Mit neuem und größerem Ernst setzte Miller die Prüfung der Weissagung fort und widmete Tag und Nacht dem Studium dessen, was ihm von so gewaltiger Wichtigkeit und alles überragende Bedeutung zu sein schien. Im 8. Kapitel Daniel konnte er keinen Anhalt für den Ausgangspunkt der 2300 Tage finden. Der Engel Gabriel, obgleich beauftragt, dem Daniel das Gesicht zu erklären, gab ihm nur eine teilweise Auslegung. Als der Prophet die schreckliche Verfolgung sah, welche die Gemeinde befallen würde, verließ ihn die körperliche Kraft. Er konnte nichts mehr ertragen und der Engel verließ ihn einstweilen. Daniel ward schwach und lag etliche Tage krank. Und ich verwunderte mich des Gesichts, sagte er, und niemand war, der mir's auslegte. Doch Gott hatte seinem Boten befohlen, lege diesen das Gesicht aus, dass er's verstehe. Dieser Auftrag musste vollzogen werden und deshalb kehrte der Engel später zu Daniel zurück und sagte, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten, so merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. Daniel 9, 22, 23, 25 bis 27. In dem Gesicht des 8. Kapitels war ein wichtiger Punkt nicht erklärt worden, nämlich die Zeit, der Zeitraum der 2300 Tage.
Deshalb verweilte der Engel in der Wiederaufnahme seiner Erklärung hauptsächlich bei dem Gegenstand der Zeit. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. So werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Daniel 9, 22 und 27. Der Engel war zu dem besonderen Zweck zu Daniel gesandt worden, um ihm den Punkt, den er in dem Gesicht vom 8. Kapitel nicht verstanden hatte, zu erklären, nämlich die Angabe bezüglich der Zeit. Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Nachdem er Daniel aufgefordert hatte, so merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst, waren die ersten weiteren Worte des Engels: 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Das hiermit bestimmt übersetzte Wort bedeutet wörtlich abgeschnitten. Der Engel erklärt, dass 70 Wochen, also 490 Jahre, abgeschnitten seien, als besonders den Juden gehörig. Wovon aber waren sie abgeschnitten? Da die 2300 Tage die einzige im 8. Kapitel erwähnte Zeitspanne ist, so müssen die 70 Wochen von diesem Zeitraum abgeschnitten sein und somit einen Teil der 2300 Tage ausmachen. Und zwar müssen diese beiden Abschnitte zusammen anfangen. Die 70 Wochen sollten nach der Erklärung des Engels mit dem Ausgehen des Befehls, Jerusalem wiederherzustellen, anfangen. Ließe sich das Datum dieses Befehls finden, so wäre auch der Ausgangspunkt der großen Periode von 2300 Tagen festgestellt. Im 7. Kapitel Esras befindet sich dieser Befehl, Esra 7, Vers 12 bis 16. Es wurde in seiner vollständigen Form von Artaxerxes, dem König von Persien, im Jahre 457 vor Christus erlassen. In Esra 6, Vers 14 heißt es jedoch, dass das Haus des Herrn zu Jerusalem gebaut worden sei, nach dem Befehl des Kores oder Kyros, Darius und Artasaster oder Artaxerxes, der Könige in Persien. Diese drei verfassten, bestätigten und vervollständigten den Erlass, der dann die für die Weissagung notwendige Vollkommenheit hatte, um den Anfangspunkt der 2300 Jahre zu bezeichnen. Indem das Jahr 457 vor Christus, in welchem das Dekret vollendet wurde, als Zeit des Ausganges des Befehls angenommen wurde, zeigt es sich, dass jede Einzelheit der Weissagung hinsichtlich der 70 Wochen erfüllt worden war. Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, also 69 Wochen oder 483 Jahre. Der Erlass des Artaxerxes trat im Herbst des Jahres 457 vor Christus in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an gerechnet erstrecken sich 483 Jahre bis auf den Herbst des Jahres 27 nach Christus. Zu jener Zeit ging die Weissagung in Erfüllung. Im Herbst des Jahres 27 nach Christus wurde Christus von Johannes getauft und empfing die Salbung des Heiligen Geistes. Der Apostel Petrus legte Zeugnis ab, dass Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und der Heiland selbst erklärte: Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Lukas 4, Vers 18. Nach seiner Taufe kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllet,
Markus 1, Vers 14 und 15. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Die hier erwähnte Woche ist die letzte der 70. Es sind die letzten 7 Jahre der den Juden besonders zugemessenen Zeitspanne. Während dieser Zeit, welche sich von 27 bis 34 nach Christus erstreckte, ließ Jesus erst persönlich, dann durch seine Jünger die Einladung des Evangeliums ganz besonders an die Juden ergehen. Als die Apostel mit der frohen Botschaft vom Reich hinausgingen, war die Anweisung des Heilandes: Geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Matthäus 10, Vers 5 und 6. Mitten in der Woche wird er das Opfer und Speisopfer aufhören. Im Jahre 31 nach Christus, 3,5 Jahre nach seiner Taufe, wurde der Herr gekreuzigt. Mit diesem großen, auf Golgatha dargebrachten Opfer hörte jenes Opfersystem auf, welches 4 Jahrtausende lang vorwärts auf das Lamm Gottes hingewiesen hatte. Der Schatten war im Wesen aufgegangen und alle Opfer und Gaben des Zeremonialgesetzes sollten hier enden. Die besonders für die Juden bestimmten 70 Wochen oder 490 Jahre liefen, wie wir gesehen haben, im Jahre 34 nach Christus ab. Zu jener Zeit besiegelte das jüdische Volk durch den Beschluss des Hohen Rates die Verwerfung des Evangeliums, indem sie Stephanus steinigte und die Nachfolger Christi verfolgte. Dann wurde die Heilsbotschaft, die hinfort nicht länger auf das auserwählte Volk beschränkt war, der Welt verkündigt. Die Jünger, durch Verfolgung gezwungen, aus Jerusalem zu fliehen, gingen um und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christus. Apostelgeschichte 8, Vers 4 und 5. Petrus, von Gott geleitet, erschloss dem Hauptmann von Caesarea, dem gottesfürchtigen Cornelius, das Evangelium, und der eifrige Paulus, für den Glauben an Jesu gewonnen, wurde beauftragt, die frohe Botschaft ferne zu den Heiden zu tragen. Apostelgeschichte 22, Vers 21. Soweit ist jede Angabe der Weissagung auffallend erfüllt und der Anfang der 70 Wochen ohne irgendwelchen Zweifel auf 457 vor Christus und ihr Ablauf auf 34 nach Christus festgelegt worden. Mittels dieser Angaben ist es nicht schwer, das Ende der 2300 Tage zu finden, da die 70 Wochen oder 490 Tage von den 2300 Tagen abgeschnitten sind, bleiben noch 1810 Tage übrig. Nach Beendigung der 490 Tage mussten die 1810 Tage noch erfüllt werden. Vom Jahre 34 nach Christus erstrecken sich 1810 Jahre bis zum Jahr 1844. Nach dem Ablauf dieser großen prophetischen Zeitspanne sollte nach dem Zeugnis des Engel Gottes das Heiligtum wieder geweiht oder gereinigt werden. Somit war die Zeit der Weihung oder Reinigung des Heiligtums, das Ereignis, das, wie man beinahe allgemein glaubte, zur Zeit des zweiten Kommens stattfinden sollte, genau und bestimmt angegeben. Miller und seine Mitarbeiter glaubten anfangs, die 2300 Tage würden im Frühling des Jahres 1844 ablaufen, wohingegen die Weissagung auf den Herbst jenes Jahres verweist. Das Missverständnis betreffs dieses Punktes brachte denen, die das frühere Datum als die Zeit der Wiederkunft des Herrn angenommen hatten, Enttäuschung und Unruhe. Aber dies beeinträchtigte auch nicht im geringsten die Kraft der Beweisführung, dass die 2300 Tage im Jahre 1844 zu Ende gehen und dass das große, durch die Weihung des Heiligtums bezeichnete Ereignis dann stattfinden musste. Als Miller sich an das Studium der Heiligen Schrift gemacht hatte, um zu beweisen, dass sie eine Offenbarung von Gott sei, hat er nicht die geringste Ahnung, zu dem Schluss zu kommen, den er jetzt erreicht hatte.
Er konnte die Ergebnisse seiner Forschung selbst kaum glauben, aber der schriftgemäße Beweis war zu klar und zu stark, als dass er ihn hätte unbeachtet lassen können. Er hatte 2 Jahre auf das Studium der Bibel verwandt, als er im Jahre 1818 zu der feierlichen Überzeugung kam, dass in ungefähr 25 Jahren Christus zur Erlösung seines Volkes erscheinen würde. Ich brauche, sagte Miller, nicht von der Freude zu reden, die im Hinblick auf die entzückende Aussicht mein Herz erfüllte, oder von dem heißen Sehnen meiner Seele nach einem Anteil an den Freuden der Erlösten. Die Bibel galt mir nun als ein neues Buch. Sie war mir in der Tat ein angenehmes, geistreiches Gespräch. Alles, was mir finster, geheimnisvoll oder dunkel erschien in ihren Lehren, war von dem hellen Licht, das nun aus ihren heiligen Blättern hervorbrach, zerstreut worden. O, wie glänzend und herrlich erschien die Wahrheit! Alle Widersprüche und Ungereimtheiten, die ich vorher in dem Worte gefunden hatte, waren verschwunden. Und wenn auch noch viele Stellen da waren, von denen mir, wie ich überzeugt war, ein volles Verständnis mangelte, so war doch so viel Licht zur Erleuchtung meines vorher verfinsterten Gemütes daraus hervorgegangen, dass ich beim Studium der Heiligen Schrift ein Entzücken empfand, das ich nie geglaubt hätte, aus ihren Lehren erlangen zu können. Unter der ernsten Überzeugung, dass so überwältigende Ereignisse, wie es in der Heiligen Schrift vorhergesagt waren, sich in einem kurzen Zeitraum erfüllen sollten, trat mit gewaltiger Macht die Frage an mich heran, welche Pflicht ich angesichts der Beweise, die mein eigenes Gemüt ergriffen hatten, der Welt gegenüber habe. Miller fühlte, dass es seine Pflicht sei, das Licht, das er empfangen hatte, anderen mitzuteilen. Er erwartete von Seiten der Gottlosen Widerspruch, war aber voll Zuversicht, dass alle Christen sich der Hoffnung freuen würden, dem Heiland, den sie liebten, zu begegnen. Seine einzige Befürchtung war, dass viele in der großen Freude auf die herrliche Erlösung, die sich so bald erfüllen sollte, die Lehre annehmen würden, ohne hinreichende Schriftstellen zu prüfen, die diese Wahrheit enthielten. Er zögerte noch, sie vorzutragen, damit er nicht, falls selbst im Irrtum, das Mittel wäre, andere irre zu leiten. Dadurch wurde er veranlasst, die Beweise seiner Schlüsse nochmals zu prüfen und jede Schwierigkeit, die sich ihm entgegenstellte, sorgfältig zu untersuchen. Er fand, dass die Einwände vor dem Lichte des Wortes Gottes verschwanden wie der Nebel vor den Strahlen der Sonne. Nach 5 auf diese Weise zugebrachten Jahren war er vollständig von der Richtigkeit seiner Auslegung überzeugt. Jetzt drängte sich ihm mit neuer Kraft die Pflicht auf, anderen das bekannt zu machen, was, wie er glaubte, die Heilige Schrift klar lehrte. Er sagte: Wenn ich meinen Geschäften nachging, tönte es beständig in meinen Ohren: Geh und erzähle der Welt von ihrer Gefahr. Folgende Bibelstellen kamen mir immer wieder in den Sinn: Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm solches nicht, dass sich der Gottlose warnen lasse vor seinem Wesen, so wird wohl der Gottlose um seines gottlosen Wesens willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnest du aber den Gottlosen vor seinem Wesen, dass er sich davon bekehre, und er will sich nicht von seinem Wesen bekehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, und du hast deine Seele errettet. Hesekiel 33, Vers 8 und 9. Ich fühlte, dass, falls die Gottlosen nachdrücklich gewarnt werden könnten, sehr viele Buße tun würden, dass aber, wenn sie nicht gewarnt würden, ihr Blut von meiner Hand gefordert werden würde. Miller fing an, seine Ansichten im Stillen, wie die Gelegenheit sich ihm bot, zu verbreiten und betete, dass irgendein Prediger die Notwendigkeit erkennen und sich ihrer Verbreitung widmen möchte. Aber er konnte die Überzeugung nicht loswerden, dass er in der Verkündigung der Warnung eine persönliche Pflicht zu erfüllen habe. Beständig standen ihm die Worte vor Augen: Geh und sage es der Welt, ihr Blut werde ich von deiner Hand fordern.
9 Jahre wartete er und immer noch lastete die Bürde auf seiner Seele, bis er im Jahre 1831 zum ersten Mal öffentlich die Gründe seines Glaubens darlegte. Wie Elisa von seinen Ochsen auf dem Felde weggerufen wurde, um den Mantel zu empfangen, der ihn zum Prophetenamt weihte, so wurde William Miller aufgefordert, seinen Pflug zu verlassen und dem Volk die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verkünden. Mit Zittern trat er sein Werk an, indem er seine Zuhörer Schritt für Schritt durch die prophetischen Abschnitte hindurch bis zu dem zweiten Kommen Christi führte. Mit jeder Anstrengung gewann er Kraft und Mut, denn er sah das weit verbreitete Aufsehen, das durch seine Worte hervorgerufen wurde. Nur durch anhaltende Aufforderung seiner Glaubensbrüder, in deren Worten er den Ruf Gottes hörte, ließ sich Miller bewegen, seine Auffassungen öffentlich vorzutragen. Er war nun 50 Jahre alt, des öffentlichen Redens ungewohnt und bedrückt von einem Gefühl der Untauglichkeit für das vor ihm liegende Werk. Aber von Anfang an wurden seine Bemühungen zur Rettung von Seelen in einer bemerkenswerten Weise gesegnet. Seinem ersten Vortrag folgte eine religiöse Erweckung, bei der 13 Familien mit Ausnahme von 2 Personen bekehrt wurden. Er wurde sofort gebeten, an anderen Orten zu sprechen, und fast überall erfolgte eine Wiederbelebung der Sache Gottes. Sünder wurden bekehrt, Christen zu größerer Hingabe angeregt und Deisten und Ungläubige zur Anerkennung der Bibelwahrheiten und der christlichen Religion geführt. Diejenigen, unter denen er arbeitete, bezeugten, von ihm wird eine Klasse von Menschen erreicht, die sich von anderen Männern nicht beeinflussen lassen. Seine Predigt war dazu geeignet, das allgemeine Verständnis für die großen Dinge der Religion zu erwecken und die überhandnehmende Weltlichkeit und Sinnlichkeit der Zeit im Zaum zu halten. Nahezu in jeder Stadt wurden infolge seiner Predigt viele, an etlichen Orten Hunderte bekehrt. An vielen Orten wurden ihm die protestantischen Kirchen fast aller Bekenntnisse geöffnet und die Einladungen an Miller kamen gewöhnlich von den Predigern der verschiedenen Gemeinden. Er machte es sich zur Regel, an keinem Ort zu wirken, wohin er nicht eingeladen worden war, doch sah er sich bald außerstande, auch nur der Hälfte dieser Aufforderungen, mit denen man ihn überhäufte, nachzukommen. Viele, die seine Ansichten hinsichtlich der genauen Zeit des zweiten Kommens Christi nicht annahmen, wurden doch von der Gewissheit und Nähe seines Kommens und der Notwendigkeit einer Vorbereitung überzeugt. In einigen der großen Städte machte Millers Wirken einen sichtbaren Eindruck. Schankwirte gaben ihren Handel auf und verwandelten ihre Trinkstuben in Versammlungssäle. Spielhöllen schlossen. Ungläubige Deisten, Universalisten und selbst die verkommensten Bösewichte, von denen etliche Jahre lang kein Gotteshaus betreten hatten, änderten ihre Gesinnung. Gebetsversammlungen wurden von den verschiedenen Gemeinschaften in allen Stadtvierteln zu fast jeder Tagesstunde eingeführt, und Geschäftsleute versammelten sich am Mittag zum Gebet und Lobgesang. Es herrschte keine schwärmerische Aufregung, sondern ein allgemeiner feierlicher Ernst ruhte auf den Gemütern des Volkes. Sein Wirken, gleich dem der früheren Reformatoren, überzeugte weit mehr den Verstand und erweckte das Gewissen, als es die Gefühle erregte. Im Jahre 1833 erhielt Miller von der Baptistenkirche, der angehörte, die Erlaubnis zu predigen. Viele Prediger seiner Gemeinschaft billigten sein Werk und mit ihrer formellen Gutheißung setzte er sein Wirken fort. Er reiste und predigte unaufhörlich, wenn auch sein persönliches Wirken hauptsächlich auf Neuengland und die mittleren Staaten beschränkt war. Mehrere Jahre lang bestritt er sämtliche Auslagen aus seiner eigenen Kasse und erhielt auch später nicht genug, um die Reisekosten nach den verschiedenen Orten, wohin er geladen wurde, zu decken. So belastete seine öffentliche Arbeit, anstatt ihm einen finanziellen Gewinn zu bringen, sein Eigentum,
sodass es während dieses Abschnittes seines Lebens immer weniger wurde. Er war Vater einer großen Familie, da aber alle genügsam und fleißig waren, so reichte sein Landgut sowohl für ihn als auch seinen eigenen Unterhalt aus. Im Jahre 1833, 2 Jahre nachdem Miller angefangen hatte, die Beweise des baldigen Kommens Christi öffentlich zu verkündigen, erschien das letzte jener Zeichen, die der Heiland als Vorläufer seiner Wiederkunft verheißen hatte. Jesus sagte, die Sterne werden vom Himmel fallen, und Johannes erklärte in der Offenbarung, als er im Gesicht die Vorgänge, die den Tag Gottes ankündigen sollten, erblickte, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom großen Winde bewegt wird. Matthäus 24, 29, Offenbarung 6, 13. Diese Weissagung erfüllte sich treffend und eindrücklich in dem großen Meteorregen vom 13. November 1833. Es war das ausgedehnteste und wunderbarste Schauspiel fallender Sterne, von dem je berichtet worden ist. Das ganze Himmelsgewölbe über den gesamten Vereinigten Staaten war damals stundenlang in feuriger Bewegung. Noch nie hatte sich von der ersten Ansiedlung an in diesem Land eine Naturerscheinung gezeigt, die mit solch großer Bewunderung von einem Teil der Bevölkerung und mit so viel Schaudern und Bestürzung von dem anderen Teil betrachtet wurde. Die Erhabenheit und feierliche Pracht lebt noch heute frisch in manchem Gedächtnis. Noch nie ist der Regen dichter auf die Erde gefallen, als jene Meteore fielen. Im Osten, Westen, Norden und Süden war es gleich. In einem Wort, das ganze Himmelsgewölbe schien in Bewegung zu sein. Das Schauspiel, wie Professor Silliman's Journal es schilderte, wurde in ganz Nordamerika gesehen. Bei vollkommen klarem und heiterem Himmel wurde von 2 Uhr bis zum hellen Tageslicht ein unaufhörliches Spiel blendend glänzender Lichtkörper am ganzen Himmel unterhalten. Keine Sprache kann der Pracht jenes herrlichen Schauspiels gerecht werden. Niemand, der es nicht selbst gesehen, kann sich eine entsprechende Vorstellung von seiner Herrlichkeit machen. Es schien, als ob der ganze Sternenhimmel sich in der Nähe des Zenits in einem Punkt gesammelt hätte und mit Blitzesschnelle gleichzeitig nach allen Richtungen des Horizonts hin seine Sterne hervorschieße. Und doch wurden diese nicht erschöpft. Tausende folgten schnell der Bahn, die Tausende durcheilt hatten, als seien sie für diesen Anlass erschaffen. Ein genaueres Bild von einem Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, wenn er von einem heftigen Wind bewegt wird, kann nicht entworfen werden. Im New Yorker Journal of Commerce vom 14. November 1833 erschien ein ausführlicher Artikel über diese wunderbare Naturerscheinung, worin es heißt: Kein Weiser oder Gelehrter hat je, wie ich annehme, eine Erscheinung wie diejenige von gestern Morgen mündlich oder schriftlich berichtet. Vor 1800 Jahren hat ein Prophet sie genau vorausgesagt, so wir uns nur die Mühe nehmen wollen, unter Sternenfall das Fallen von Sternen und im allein möglichen Sinne, in dem es buchstäblich wahr sein kann, zu verstehen. So spielte sich das letzte jener Zeichen seines Kommens ab, worüber Jesus seinen Jüngern sagte: Also auch, wenn ihr das alles seht, so wisset, dass er nahe vor der Tür ist. Matthäus 24, Vers 33. Als das nächste große Ereignis, das nach diesem Zeichen geschah, sah Johannes, dass der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch, während die Erde erbebte, die Berge und Inseln aus ihren Örtern bewegt wurden und die Gottlosen vor der Gegenwart des Menschensohnes entsetzt zu fliehen suchten. Offenbarung 6, Vers 12 bis 17. Viele, die Augenzeugen von dem Sternenfall waren, sahen ihn als den Vorboten des kommenden Gerichts an, als ein schreckliches Vorbild, einen sicheren Vorläufer, ein barmherziges Zeichen jenes großen und schrecklichen Tages. Auf diese Weise wurde die Aufmerksamkeit auf die Erfüllung der Weissagung gerichtet, und viele wurden dadurch veranlasst, die Botschaft von dem zweiten Kommen Christi zu beachten.
Im Jahre 1840 erregte eine andere merkwürdige Erfüllung der Weissagung große Aufmerksamkeit. 2 Jahre zuvor hatte Josiah Litch, einer der leitenden Prediger, die das zweite Kommen Christi verkündigten, eine Auslegung des 9. Kapitels der Offenbarung veröffentlicht, in der der Fall des Osmanischen Reiches vorhergesagt wurde. Seiner Berechnung gemäß sollte diese Macht im Jahre 1840 im Monat August gestürzt werden. Und nur wenige Tage vor der Erfüllung schrieb er: Wenn wir zugeben, dass die erste Zeitperiode, 150 Jahre, sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin der 11. mit der Erlaubnis der Türken den Thron bestieg, und dass die 391 Jahre und 15 Tage am Schluss der ersten Zeitperiode anfingen, so müssen sie am 11. August enden, wenn man erwarten darf, dass die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird. Und ich glaube gewiss, dass dies der Fall sein wird. Genau zu der bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz der Vereinigten Großmächte Europas an und stellte sich auf diese Weise unter die Aufsicht der christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte die Weissagung genau. Als es bekannt wurde, gewannen viele die Überzeugung, dass die Grundsätze der prophetischen Auslegung, wie Miller und seine Gefährten sie angenommen hatten, richtig seien, und ein wunderbarer Antrieb wurde der Adventbewegung gegeben. Gelehrte und angesehene Männer vereinigten sich mit Miller, um zu predigen und die Botschaft zu veröffentlichen, und von 1840 bis 1844 dehnte sich das Werk rasch aus. William Miller besaß große geistige Gaben, geschult durch Nachdenken und Studium, und diesen fügte er die Weisheit des Himmels hinzu, indem er sich mit der Quelle der Weisheit verband. Er war ein Mann von echtem Ansehen, der Achtung und Wertschätzung einflößen musste, wo Rechtschaffenheit des Charakters und sittliche Vorzüge geschätzt wurden. Er besaß wahre Herzensfreundlichkeit, verbunden mit christlicher Demut und der Macht der Selbstbeherrschung, war aufmerksam und liebenswürdig gegen alle, bereit, auf die Meinungen anderer zu hören und ihre Beweisgründe zu prüfen. Ohne Leidenschaft oder Aufregung prüfte er alle Theorien und Lehren mit dem Wort Gottes. Und sein gesundes Denken sowie seine gründliche Kenntnis der Heiligen Schrift befähigten ihn, den Irrtum zu widerlegen und die Lügen bloßzustellen. Dennoch verfolgte er sein Werk nicht ohne schweren Widerstand. Es ging ihm wie den früheren Reformatoren. Die Wahrheiten, die er verkündigte, wurden von den beim Volk beliebten Lehrern ungünstig aufgenommen. Da sie ihre Stellung nicht durch die Heilige Schrift aufrechterhalten konnten, waren sie gezwungen, ihre Zuflucht zu den Aussprüchen und Lehren von Menschen, den Überlieferungen der Väter zu nehmen. Aber Gottes Wort war das einzige von den Predigern der Adventwahrheit angenommene Zeugnis. Die Bibel und die Bibel allein war ihr Losungswort. Der Mangel an biblischen Beweisen seitens ihrer Gegner wurde durch Hohn und Spott ersetzt. Zeit, Mittel und Fähigkeiten wurden angewandt, um diejenigen zu verunglimpfen, die nur dadurch Anstoß gaben, dass sie mit Freuden die Wiederkehr ihres Herrn erwarteten und danach strebten, ein heiliges Leben zu führen und andere zu ermahnen, sich auf sein Erscheinen vorzubereiten. Es wurden ernsthafte Anstrengungen unternommen, die Gemüter des Volkes von der Wiederkunft Christi abzulenken. Es wurde als Sünde, als etwas, dessen sich die Menschen schämen müssten, hingestellt, die Weissagung zu erforschen, die sich auf das Kommen Christi und das Ende der Welt beziehen. Auf diese Weise untergruben die beim Volk beliebten Prediger den Glauben an das Wort Gottes. Ihre Lehren machten die Menschen zu Ungläubigen und viele fühlten sich frei, nach ihren eigenen gottlosen Gelüsten zu wandeln. Die Urheber des Übels aber legten alles den Adventisten zur Last. Während Millers Name Scharen verständiger und aufmerksamer Zuhörer anzog, wurde er in der religiösen Presse selten genannt,
ausgenommen, um ihn ins Lächerliche zu ziehen oder zu beschuldigen. Die Gleichgültigen und Gottlosen, kühner gemacht durch die Stellung religiöser Lehrer, griffen in ihren Bemühungen, Schmach auf ihn und sein Werk zu häufen, zu schändlichen Ausdrücken, zu gemeinen und gotteslästerlichen Witzeleien. Der altersgraue Mann, der die Bequemlichkeiten seines häuslichen Herdes verlassen hatte, um auf eigene Kosten von Stadt zu Stadt, von Dorf zu reisen, der sich unaufhörlich abmühte, der Welt die ernste Warnung von dem bevorstehenden Gericht zu verkündigen, wurde höhnisch als Schwärmer, Lügner und vorwitziger Schalk verschrien. Der auf ihn gehäufte Spott, die Verleumdungen und Schmähungen riefen sogar bei der weltlichen Presse entrüsteten Widerstand hervor. Einen Gegenstand von so überwältigender Hoheit und furchtbaren Folgen mit Leichtfertigkeit und Scherz behandeln, erklärten weltlich gesinnte Männer, hieße nicht nur mit den Gefühlen seiner Vertreter und Verteidiger sein Spiel treiben, sondern auch den Tag des Gerichts ins Lächerliche zu ziehen, die Gottheit selbst verhöhnen und sich über die Schrecken jenes Gerichts lustig zu machen. Der Anstifter alles Übels versuchte nicht nur der Wirkung der Adventbotschaft entgegenzuarbeiten, sondern auch den Botschafter selbst umzubringen. Miller wandte die biblische Wahrheit praktisch auf die Herzen seiner Hörer an, rügte ihre Sünden und beunruhigte ihre Selbstzufriedenheit, und seine einfachen, schneidenden Worte erregten ihre Feindschaft. Durch den bekundeten Widerstand der Kirchenglieder wurden die niederen Volksklassen ermutigt, noch weiter zu gehen, und Feinde schmiedeten Pläne, ihm beim Verlassen der Versammlung das Leben zu nehmen. Doch heilige Engel waren unter der Menge, und einer von ihnen in Gestalt eines Mannes nahm diesen Knecht Gottes beim Arm und geleitete ihn durch den zornigen Pöbelhaufen in Sicherheit. Sein Werk war noch nicht beendet, und Satan und seine Sendboten fanden sich in ihren Absichten getäuscht. Trotz allen Widerstandes vermehrte sich das Interesse an der Adventbewegung. Von Dutzenden und Hunderten von Zuhörern waren die Versammlungen auf viele Tausende angewachsen. Die verschiedenen Gemeinschaften hatten großen Zuwachs erfahren. Nach etlicher Zeit aber offenbarte sich der Geist des Widerstandes auch gegen diese Bekehrten, und man fing an, diejenigen zu maßregeln, die Millers Ansichten teilten. Dieses Vorgehen rief eine Erwiderung aus seiner Feder in einer Denkschrift an die Christen aller Gemeinschaften hervor, worin er geltend machte, dass, falls seine Lehren falsch seien, man ihm seinen Irrtum aus der Bibel beweisen solle. »Was haben wir geglaubt«, sagt er, »dass zu glauben uns nicht durch das Wort Gottes geboten wurde, dass, wie ihr selbst zugebt, die Regel, und zwar die einzige Regel unseres Glaubens und Wandels ist? Was haben wir getan, dass solche giftigen Anschuldigungen von der Kanzel und der Presse gegen uns herausfordern und euch eine gerechte Ursache geben sollte, uns Adventisten aus euren Kirchen und eurer Gemeinschaft auszuschließen? Haben wir Unrecht, so zeigt uns doch, worin unser Unrecht besteht. Zeigt uns aus dem Wort Gottes, dass wir im Irrtum sind. Der Verspottung haben wir genug gehabt, dadurch werden wir nie überzeugt, dass wir Unrecht haben. Das Wort Gottes allein kann unsere Ansichten ändern. Unsere Schlüsse wurden überlegt und unter Gebet gemacht, da wir die Beweise in der Heiligen Schrift fanden. Von Jahrhundert zu Jahrhundert sind den Warnungen, die Gott durch seine Knechte der Welt gesandt hat, der gleiche Zweifel und Unglaube entgegengebracht worden. Als die Gottlosigkeit der vorsintflutlichen Menschen ihn veranlasste, eine Wasserflut über die Erde zu bringen, tat er ihnen erst seine Absicht kund, damit sie Gelegenheit hätten, sich von ihren bösen Wegen abzuwenden. 120 Jahre scholl der Warnungsruf an ihre Ohren, Buße zu tun, damit der Zorn Gottes sich nicht in ihrem Untergang offenbare. Aber die Botschaft schien ihnen wie eine eitle Mär, und sie glaubten ihr nicht.
In ihrer Gottlosigkeit bestärkt, verspotteten sie den Boten Gottes, verschmähten seine Bitten und beschuldigten ihn sogar der Vermessenheit. Wie darf es ein Mann wagen, gegen alle Großen der Erde aufzutreten? Wäre Noahs Botschaft wahr, warum würde dann nicht alle Welt sie erkennen und glauben? Was ist eines Mannes Behauptung gegenüber der Weisheit von Tausenden? Sie wollten weder der Warnung Glauben schenken, noch Zuflucht in der Arche suchen. Spötter wiesen auf die Dinge der Natur hin, auf die unveränderliche Reihenfolge der Jahreszeiten, auf den blauen Himmel, der noch nie Regen herabgesandt hatte, auf die grünen Gefilde, erfrischt durch den milden Tau der Nacht, und riefen aus: Redet er nicht in Gleichnissen? Geringschätzend erklärten sie den Prediger der Gerechtigkeit für einen wilden Schwärmer, jagten eifriger ihren Vergnügungen nach und blieben beharrlicher denn je auf ihren bösen Wegen. Doch verhinderte ihr Unglaube nicht das vorhergesagte Ereignis. Gott duldete ihre Gottlosigkeit lange und gab ihnen reichlich Gelegenheit zur Buße, aber seine Gerichte ergingen zur bestimmten Zeit über die, die seine Gnade verwarfen. Christus erklärt, dass ähnlicher Unglaube bezüglich seines zweiten Kommens herrschen werde. Wie auch mit den Menschen zu Noahs Zeiten, sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es nach den Worten des Heilandes auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Matthäus 24, Vers 39. Wenn das bekenntliche Volk Gottes sich mit der Welt vereint, wandelt, wie sie wandelt, und mit ihr teilnimmt an ihren verbotenen Vergnügungen, wenn die Üppigkeit der Welt zur Üppigkeit der Kirche wird, wenn die Hochzeitsglocken klingen und alle Menschen vielen Jahren weltlichen Gedeihens entgegensehen, dann, plötzlich wie der Blitz vom Himmel herabfährt, wird das Ende ihrer glänzenden Vorspiegelungen und trügerischen Hoffnungen kommen. Wie Gott seinen Diener sandte, um die Welt vor der kommenden Sintflut zu warnen, so sandte er auserwählte Boten, um das Nahen des jüngsten Gerichts bekannt zu machen. Und wie Noahs Zeitgenossen die Vorhersagen des Predigers der Gerechtigkeit höhnend verlachten, so spotteten auch zur Zeit Millers viele, sogar aus dem bekenntlichen Volke Gottes, über diese Warnung. Und warum war die Lehre und das Predigen vom zweiten Kommen Christi den Kirchen so unwillkommen? Während die Ankunft des Herrn den Gottlosen Weh und Verderben bringt, ist sie für die Gerechten voller Freude und Hoffnung. Diese große Wahrheit gereichte den Gottgetreuen durch alle Zeitalter hindurch zum Trost. Warum war sie jetzt, wie ihr Urheber seinem bekenntlichen Volk, zu einem Stein des Anstoßes und einem Fels des Ärgernisses geworden? Hatte doch unser Heiland selbst seinen Jüngern die Verheißung gegeben: Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Johannes 14, Vers 3. Als der mitleidsvolle Erlöser die Verlassenheit und den Kummer seiner Nachfolger voraussah, beauftragte er Engel, sie mit der Versicherung zu trösten, dass er persönlich wiederkommen werde, gerade so wie er in den Himmel aufgefahren war. Als die Jünger dort standen und zum Himmel aufschauten, um einen letzten Blick auf den zu werfen, den sie liebten, wurde ihre Aufmerksamkeit auf die Worte gerichtet: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Durch die Botschaft des Engels wurde ihre Hoffnung neu angefacht. Die Jünger kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lukas 24, Vers 52 und 53. Sie freuten sich nicht, weil Jesus von ihnen getrennt war und sie jetzt im Kampf mit den Prüfungen und Versuchungen der Welt allein standen, sondern sie frohlockten wegen der Versicherung des Engels, dass Jesus wiederkommen werde. Die Verkündigung des Kommens Christi sollte wie damals, als sie durch die Engel den Hirten von Bethlehem gebracht wurde, eine Botschaft großer Freude sein. Alle,
die den Heiland wahrhaft lieb haben, können die auf Gottes Wort gegründete Botschaft nur mit Freuden begrüßen, jene Botschaft, dass der, der der Mittelpunkt ihrer Hoffnung auf ein ewiges Leben ist, wiederkommen soll, nicht um wie bei seinem ersten Kommen geschmäht, verachtet und verworfen zu werden, sondern um in Macht und Herrlichkeit sein Volk zu erlösen. Alle, die den Heiland nicht lieben, wünschen, dass er wegbleiben möge, und es kann keinen folgerichtigeren Beweis dafür geben, dass die Kirchen von Gott abgefallen sind, als die Erbitterung und die Feindseligkeit, die durch diese von Gott gesandte Botschaft ausgelöst wird. Wer die Botschaft von der Wiederkunft Christi annahm, erkannte die Notwendigkeit der Reue und Demütigung vor Gott. Viele hatten lange hin und her geschwankt zwischen Christus und der Welt, fühlten aber nun, dass es Zeit sei, einen festen Standpunkt einzunehmen. Die Dinge der Ewigkeit nahmen für sie eine ungewöhnliche Wirklichkeit an. Der Himmel wurde ihnen nahegebracht und sie fühlten sich vor Gott schuldig. Christen erwachten zu neuem geistlichen Leben. Sie erfassten, dass die Zeit kurz sei und dass bald getan werden müsse, was sie für ihre Mitmenschen tun wollten. Das Irdische trat in den Hintergrund, die Ewigkeit schien sich vor ihnen aufzutun und die Angelegenheiten, das ewige Wohl und Wehe der Seele betreffenden, stellten alle zeitlichen Fragen in den Schatten. Der Geist Gottes ruhte auf ihnen und verlieh ihrem ernsten Aufruf an ihre Brüder und an Sünder zur Vorbereitung auf den Tag Gottes besondere Kraft. Das stille Zeugnis ihres täglichen Wandels war den scheinheiligen und unbekehrten Kirchenglieder ein beständiger Vorwurf. Sie wünschten, in ihrem Jagen nach Vergnügen, ihrem Hang zum Gelderwerb und ihrem Streben nach weltlicher Ehre nicht gestört zu werden. Auf diese Weise entstand Feindschaft und Widerstand gegen die Adventwahrheit und ihre Verkündiger. Da die Beweisführungen aus den prophetischen Zeitabschnitten nicht erschüttert werden konnten, bemühten sich die Gegner, von der Untersuchung dieses Themas abzuraten, indem sie lehrten, die Weissagungen seien versiegelt. Also folgten die Protestanten den Fußtapfen der römisch-katholischen Kirche. Während die päpstliche Kirche den Laien die Bibel vorenthielt, behaupteten die protestantischen Kirchen, dass ein wichtiger Teil des heiligen Wortes, und zwar jener Teil, der insbesondere auf unsere Zeit verweisende Wahrheiten vorführt, nicht verstanden werden könne. Prediger und Volk erklärten, die Weissagungen Daniels und der Offenbarung seien unverständliche Geheimnisse. Aber Christus hatte seine Jünger bezüglich der Ereignisse, die in ihrer Zeit stattfinden sollten, auf die Worte des Propheten Daniel verwiesen und gesagt, wer das liest, der merke darauf. Matthäus 24, Vers 15. Der Behauptung, dass die Offenbarung ein Geheimnis sei, das nicht verstanden werden könne, widerspricht schon der Titel des Buches. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 1, Verse 1 bis 3. Der Prophet sagt, selig ist, der da liest. Es gibt solche, die nicht lesen wollen. Der Segen ist nicht für sie. Und die da hören. Es gibt auch etliche, die sich weigern, etwas von den Weissagungen anzuhören. Der Segen gilt auch nicht für diese Gruppe von Menschen. Und bewahren, was darin geschrieben ist. Viele weigern sich, auf die in der Offenbarung enthaltenen Warnungen und Unterweisungen Acht zu geben. Auch sie können den verheißenen Segen nicht beanspruchen. Alle, welche die Weissagungen ins Lächerliche ziehen und über die hier feierlich gegebenen Sinnbilder spotten, alle, die sich weigern, ihr Leben umzugestalten und sich auf die Zukunft des Menschensohnes vorzubereiten, werden ohne Segen bleiben. Wie können Menschen es wagen, im Hinblick auf das Zeugnis der göttlichen Eingebung zu lehren,
dass die Offenbarung ein Geheimnis sei, das über den Bereich des menschlichen Verständnisses hinausgehe. Sie ist ein offenbartes Geheimnis, ein geöffnetes Buch. Das Studium der Offenbarung lenkt die Gedanken auf die Weissagungen Daniels und beide enthalten höchst wichtige Unterweisungen, die Gott den Menschen über die am Ende der Weltgeschichte stattfindenden Ereignisse gegeben hat. Johannes wurde ein tiefer und durchdringender Einblick in die Erfahrungen der Gemeinde eröffnet. Er schaute die Stellung, die Gefahren, die Kämpfe und die schließliche Befreiung des Volkes Gottes. Er vernahm die Schlussbotschaften, welche die Ernte der Erde zur Reife bringen werden, entweder als Garben für die himmlischen Scheunen oder als Bündel für das Feuer der Vernichtung. Höchst wichtige Dinge wurden ihm besonders für die letzte Gemeinde offenbart, damit die, die sich vom Irrtum zur Wahrheit wenden würden, hinsichtlich der ihnen bevorstehenden Gefahren und Kämpfe unterrichtet würden. Niemand braucht bezüglich der kommenden Ereignisse auf Erden im Unklaren zu sein. Warum denn diese weit verbreitete Unkenntnis über einen wichtigen Teil der Heiligen Schrift? Woher diese allgemeine Abneigung, ihre Lehren zu untersuchen? Es ist die Folge eines wohlberechneten Planes Satans, vor den Menschen das zu verbergen, wodurch seine Täuschungen offenbar werden. Aus diesem Grunde sprach Christus, der Offenbarer, den Kampf gegen das Studium der Offenbarung voraussehend, einen Segen über alle aus, die da lesen, hören und die Worte der Weissagung beachten.